Erste Sparkassen nehmen jetzt euer Bargeld nicht mehr an und gleichzeitig zahlen auch einige das Bargeld gar nicht mehr aus. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, ihr habt völlig richtig gehört, ja. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mal einzelne Medienberichte anschauen, dann sehen wir hier, dass die ersten Sparkassen jetzt einfach gar kein Bargeld mehr annehmen. Und das ist keine Fake News, das ist auch kein Querdenken, sondern das ist Fakt. Hintergrund ist einfach der, dass wir ja in Deutschland sowieso in vielen Innenstädten eine Art Aussterben des klassischen Einzelhandels und so weiter haben. Die aktuelle politische Situation trägt natürlich ganz massiv auch dazu bei. Jetzt wird die Mehrwertsteuer in der Gastronomie nochmal nach oben gezogen, was natürlich auch bedeutet, dass wieder die Menschen noch weniger Grund haben, noch irgendwie zum Geschäft irgendwie zu gehen und dort etwas zu essen, dann nebenher noch ein bisschen zu shoppen. Und eine Branche, die das natürlich auch betrifft, ist ganz klar die Bankenbranche, die ja überall sowieso schon das Filialnetz zusammengestrichen hat und häufig dann einfach nur noch so den ein oder anderen Geldautomaten übrig gelassen hat. Jetzt ist es aber so, dass bei dieser Sparkasse beispielsweise du nicht mal mehr am Schalter, wo also tatsächlich ein Angestellter noch sitzt, dein Bargeld hinbringen kannst, um es ein- oder auszuzahlen, ja? Ich lese mal ganz kurz vor. Doch damit nicht genug. Eine Sparkassenfiliale in Niederdorffelden bei Frankfurt am Main nimmt sogar nun am Schalter kein Bargeld mehr an. Das sei möglich, erklärt die Sparkasse selbst. Wenn es sich um Filialen mit geringer Personalausstattung handle, gäbe es in der Regel keine Kasse für Ein- und Auszahlungen. Das Personal kümmert sich dann nur um die Beratung zu Krediten, Konten und Geldanlagen, ja? Ähnlich ist es ja auch mittlerweile, wenn du eigentlich unterwegs bist. Ich bin viel in Europa unterwegs, in verschiedenen Ländern und eine Sache, die ich wirklich flächendeckend und leider immer wieder mit Erstaunen feststellen muss, ist, dass es immer schwieriger wird, auch mit Bargeld zu zahlen. Ich war neulich beispielsweise in Zypern im sehr schönen Hotel, ne, und das wurde dort durch den Veranstalter auch bezahlt. Ich musste also zum Glück dieses sehr teure Hotel nicht selber zahlen, aber ich habe dann, glaube ich, irgendwann, als ich ein bisschen zu viel Alkohol getrunken habe, abends noch immer in die Minibar gegriffen und habe mir, glaube ich, einen Snickers oder so gegönnt. Und als ich dann ausgecheckt habe, wollten die eben 4 Euro für diese Snickers haben. So, und dann habe ich einfach meine Geldbörse rausgenommen, habe 2 wunderschöne 2-Euro-Münzen rausgeholt und habe es dem Herrn dort an meinem Hotel gegeben, ja. Und der hat mich angeschaut, als hätte irgendwie hinter ihm gerade oder hinter mir gerade irgendwie so ein 5-Tonner irgendwie mit einer Sonderschwermetallladung oder was auch immer irgendwie durchs Hotelfenster reingefahren, ja, oder als hätte ich irgendwo gerade im Hintergrund irgendwie ein riesiges Wasserstoffkraftwerk von Habeck irgendwie aufgebaut und dann wieder eingestampft, weil die Subventionen nicht ausreichen. Also der war völlig entgeistert und konnte gar nicht damit umgehen, dass ich jetzt auf einmal ihm 4 Euro in bar geben wollte. Ja, ähnlich ist es, wenn du beispielsweise im Flugzeug bist und du willst dir irgendwie einen Kaffee oder irgendwie sowas kaufen, kannst du vergessen, dass du mit bar zahlen kannst. Die sagen sich dann heutzutage, ach ja, das haben wir während der Covid-Zeit eingeführt, das ist so angenehm für uns, deswegen sorry, leider kein Bargeld mehr. Da kann ich nur sagen, ja sorry, dann verkauft ihr halt eben auch keinen Kaffee mehr an mich, ne? Weil ich werde ganz bestimmt nicht meine Kreditkarte rausziehen, ja, dass ihr dann erstmal mit der von einem Ende des Flugzeugs ans andere Ende rennt, dort dann das Kartenlesegerät holt, Gott und die Welt erstmal auf meine Kreditkarten-Details noch gucken kann. Ja. Ich habe einfach immer so ein ungutes Gefühl, wenn jemand meine Kreditkarte nimmt, damit irgendwie abhaut, ja, und dann irgendwann wiederkommt. Keine Ahnung, aber das ist mir einfach zu unsicher. Oder aber, wenn ich hier auch zur Bank gehen will, in Spanien ist das besonders schlimm. Ich hatte ja sogar schon den Fall auch bei Lidl, wo die schon bei Lidl dann mit 100 Euro angefangen haben, irgendwie rumzudrucksen, von wegen, sie können jetzt diesen Schein nicht an. Und ich denke mir so, Alter, ihr macht Milliardenumsätze und könnt aber nicht mal 100 Euro in bar annehmen. Was für ein Saftladen, ja? Und dann, wenn du zur Bank gehst und willst dir ein bisschen Bargeld abheben, da kommen die dann auch und schauen dich wirklich an, ja? Die machen dann da riesige Augen, so, was, du willst Bargeld haben? So, oh, dann müssen wir erstmal rumtelefonieren und das erstmal vorbestellen. Dann musst du einen Tag später wiederkommen, um das dann abzuholen, ja? All diese ganzen Entwicklungen, die sieht jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Aber jetzt noch ein paar andere Medienberichte. Habt ihr zum Beispiel hier gesehen auch, ne? Wir hören mal ganz kurz rein, was jetzt in Hamburg los ist bei den Bussen, ne?
Da kannst du jetzt nämlich auch nicht mehr in bar zahlen. Der Hamburger Verkehrsverbund HVV und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein VHH haben eine neue sogenannte Prepaid-Card vorgestellt. Mit ihr kann künftig in Bussen bezahlt werden. Wie das Hamburg-Journal berichtete, ist ab dem nächsten Jahr eine Bargeldzahlung nicht mehr möglich. So, Bargeldzahlung nicht mehr möglich. Da haben wir es schon als nächstes wieder, ne? Aber ja, klar, ist ja auch alles nur Querdenker. Okay, dann ist das NDR jetzt anscheinend auch mittlerweile unter die Querdenker gegangen. Willkommen im Club, kann ich da nur sagen. Oder hier, das ist jetzt die andere Meldung, die ich im Intro angekündigt habe, ne? In München hat jetzt die Sparkasse genau das Umgekehrte gemacht. Die haben jetzt nämlich gesagt, pass mal auf, du kannst dein Bargeld nicht mehr herbringen zum Einzahlen, du kriegst auch keins mehr. Und zwar immer, wenn du nachts zwischen 22 und 6 Uhr jetzt Bargeld abheben willst, geht das jetzt in vielen Filialen in München nicht mehr, außer in einer irgendwie ganz zentral. Mit der Begründung, ja, dass man ja Angst habe, dass die ganzen Bankomaten irgendwie in die Luft gesprengt werden nachts von den Räubern und von den Dieben und so weiter. Da muss ich sagen, haben wir aber in Deutschland irgendwie ein Sicherheitsproblem. Ja, wenn jetzt ganz normale Bürger, vor allem ältere Leute, einfach nicht mehr Bargeld abheben können. Und ich meine, ich weiß, was jetzt wieder die ganzen Kritiker und anderen WEF-Fans und so weiter sagen. Die sagen jetzt, naja, wer braucht denn schon um 22 Uhr bis 6 Uhr nachts irgendwo Bargeld, ne? Die sind halt einfach Leute, die nicht verstehen. Guck mal, wenn ich zum Beispiel von Mallorca nach München fliege und das ist ein später Flug, ich bin dann irgendwie um 23 Uhr irgendwo in der Innenstadt und vielleicht will ich mir noch einen Döner oder so kaufen. Und gerade, wenn ich irgendwo in der Gegend bin, wo ich jetzt nicht sage, hey, ich will jetzt unbedingt groß mit Kreditkarte da rumlaufen und bezahlen, dann ist es umso wichtiger, dass ich vielleicht dort Bargeld bekomme. Klar, jetzt kann ich natürlich Bargeld von zu Hause mitbringen, ne? Klar, ich kann auch irgendwie nächstes Mal um 7 Uhr morgens oder zu einer anderen Zeit Bargeld abheben. Aber merkt ihr nicht, wie man es sozusagen permanent immer schwieriger und schwieriger macht? Also, dass du jetzt irgendwie vorher so einen ganzen Budgetplan und irgendwie so einen Plan machst, als ob du da irgendwie so einen Bankraub vollziehen willst oder so, bevor du irgendwie mal so ein bisschen Bargeld nutzen kannst, das ist doch unfassbar. Und deswegen sieht man, dass einerseits von der politischen Seite ganz klar, dass gewünscht ist, dass weniger und weniger mit Bargeld gemacht wird. Warum? Ist ja auch völlig klar. Schau dir mal diese ganzen Zeiten, wisst ihr noch, mit den Negativzinsen und so. Ja, das ist jetzt gerade nicht mehr so vorstellbar. Aber wir hatten in den letzten Jahren ja durchaus Zeitpunkte, wo wir in den Bereich der Negativzinsen gekommen sind. Ja, durch Bargeld beispielsweise bist du vor Negativzinsen auf dem Konto natürlich erstmal geschützt. Ja, und das ist natürlich der Politik gerade dann ein Dorn im Auge, wenn sie sagen, ach komm, liebe Bürger, wir wollen jetzt unsere Inflationsrate erreichen, ja, weil wir wissen ja, Inflation ist gut für uns, also für den Staat, nicht für den Sparer. Ja, und deswegen bringt doch mal bitte alles Geld aufs Konto, weil wenn ihr es zu Hause irgendwo liegen habt, in bar, dann seid ihr auch nicht von Negativzinsen betroffen. Das ist einer der politischen Gründe. Ein anderer politischer Hintergrund ist natürlich der, dass halt mit Bargeld nicht so einfach getrackt und getraced werden kann, ob man zum Beispiel nicht klimaneutral essen geht und all diese ganzen Dinge. Also jeder, der irgendwie so ein bisschen glaubt, dass wir in Zukunft härter überwacht werden sollen bezüglich unserer ganzen Klimabudgets und anderen Dinge, der würde zum Beispiel sagen, naja, Bargeld, das kannst du halt anonym machen. Das heißt, du gehst irgendwo ein Steak essen oder irgendwas anderes kaufen. Dann weiß niemand in dem Moment, dass du diese 100 Euro oder was auch immer bezahlt hast. Und auch da, ne, wenn das Bargeld eliminiert wäre, dann wäre auch eben diese Anonymität eliminiert. Ja. Und das ist halt eben auf der einen Seite politisch der Grund und auf der anderen Seite natürlich auch von den Unternehmen wiederum, die sich sagen, ey, wir können eigentlich mehr Geld verdienen, wenn wir einerseits unsere Kassensysteme herunterfahren, wenn wir das Personal abbauen und auf der anderen Seite die Payment-Anbieter natürlich dadurch mehr und mehr verdienen. Und du hast natürlich auch immer eine erzwungene Dienstleistung, weil du halt in der Regel, wenn du jetzt Bargeld hast, ne, du zahlst irgendwo in bar, ein anderer nimmt das an, dann hast du dazwischen kein Unternehmen mehr, was irgendwo ein paar Prozente abhaben will. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze über ein Prepaid-System oder über eine App oder irgendwas anderes machst, dann brauchst du ja immer einen Dienstleister, der das Ganze auch abwickelt, der immer auch seinen Cut dazwischen haben will. Und von daher, wenn ihr mich fragt, die aktuelle Entwicklung sieht hier nicht rosig aus, doch es gibt eine Hoffnung, die ich persönlich habe und deswegen werde ich auch meinen Content vor allem in Bezug auf 2024, was das Thema angeht, noch massiv ausbauen. Denn das ist eine Sache, die ich sehr interessant finde und ich bin gerade auch dabei, dieses Buch hier
zu lesen, was ich jedem empfehlen kann, und zwar Das Internet des Geldes, ja, von Andreas M. Antonopoulos, ja, und Niklas Meisinger, weil hier geht es eben um das Thema Bitcoin, ne? Weil das ist nämlich genau der Unterschied zwischen dem Geldmonopol des Staates und der Kontrolle, die eben der Staat über seine Währung und über das Geld eben ausüben kann, und eben einer Alternative, nicht nur einer alternativen Währung, sondern eine komplett alternative Technologie, die dezentral ist, wo der Staat nicht einfach Geld aus dem Nichts erschaffen kann und wo auch zur Validierung aller Transaktionen und so, die stattfinden. Normalerweise geht ja diese Validierung zum Beispiel über die Bank. Ja, also die Bank, die macht täglich so eine Buchhaltung und guckt, wer zahlt beispielsweise Geld ein, wer macht eine Überweisung zu dem einen Unternehmen, wer macht die Überweisung zurück, wie viel Geld geht also bei jedem Bürger sozusagen ein und aus. Das heißt, eine zentrale Instanz, die diese Transaktionen ständig validiert. Bei Bitcoin brauchst du das nicht mehr, weil dezentral über die gesamte Welt Leute unabhängig voneinander mit ihren einzelnen Nodes und so weiter diese Transaktionen des Bitcoin-Netzwerkes validieren. Und dadurch wird das System viel unanfälliger für Schocks, für einzelne Krisen und so weiter. Deswegen musste der Bitcoin und so auch noch nie irgendwie von irgendwelchen Staaten oder so gerettet werden. Und dazu braucht es keine Regierung, keine Politik und keine Banken. Das ist eine unfassbare Revolution und eine unfassbare Chance, wenn ihr mich fragt. Und ich glaube einfach, dass viele Leute das gerade in Deutschland, weil sie halt immer den Bitcoin-Kurs irgendwie noch sehen in Euro, ja, dann denkt man dann so, oh mein Gott, aber das schwankt ja immer so sehr, ne? Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal das Ganze umdreht, das habe ich ja auch schon mal neulich hier gezeigt, Sekunde mal kurz, aber das ist durchaus wichtig, nochmal hier kurz zu zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht den Bitcoin-Kurs mir anschaue in Euro, ja, sondern wenn ich mir jetzt mal das Ganze umdrehe und einfach sehe, okay, wie viel Bitcoin bekomme ich eigentlich noch für meine Euros aktuell, dann sieht das Ganze ziemlich mau aus, oder? Da geht für mich eigentlich ein Licht auf, wo ich mir denke, okay, der Euro hat gegenüber dem Bitcoin in den letzten Jahren um 99% an Wert verloren. Und jeder, der in Bitcoin beispielsweise investiert hat, neben den ganzen Schwankungen und so, die zwischendurch natürlich vorkommen können, aber nur in Euro wiedergegeben werden, hat eben einen gewaltigen Kaufkrafterhalt erlebt. Und dieser kann nicht mal durch den Staat irgendwie verwässert werden. Da denke ich mir immer mehr und mehr, Bitcoin könnte das bürgerliche und demokratische Bargeld der Zukunft sein und werden und sogar noch weitaus mehr als das. Und das ist eine Sache, die mir persönlich sehr viel Hoffnung macht.